bin's, eure Anna Maria, und heute habe ich ein Drogerie-Haul für euch. Und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, haben wir heute einen anderen Hintergrund, weil ich befinde mich gerade in meinem Zimmer und ich befinde mich gerade auf meinem Bett. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diesen Hintergrund findet. Und ich war die letzten Tage im BM einkaufen und habe das dann halt so angesammelt. Also ich habe das jetzt hier zum Beispiel alles in eine Box reingetan für den BM-Haul, weil ich wirklich keine Person bin, die also an einem Tag so viel einkauft und das dann zeigen kann. Deswegen habe ich das jetzt halt so angesammelt, weil ich eigentlich immer nur so ab und zu ein paar Kleinigkeiten hole und ja. Und da ich wirklich ein paar tolle Produkte im DM gefunden habe, dachte ich, ich zeige es euch mal und auch ein paar Sachen, die ich ausprobieren möchte. Also vielleicht interessiert es ja die einen oder anderen, was ich so gekauft habe, und deswegen fangen wir mal an. Und irgendwie sehe ich so blau aus. We're kidding. Cut! So, dann fangen wir mal an. Alter Schwede. Also die Sachen, die ich euch jetzt zeige, habe ich schon seit letzter Woche oder so. Also ich habe sie auch schon ausprobiert, deswegen kann ich auch schon ein bisschen was zu den Produkten sagen. Und ja, fangen wir mal an mit dem Concealer. Und zwar bin ich eigentlich... So, dann fange ich mal an mit diesem Produkt hier. Und zwar ist das der Maybelline Fit Me Concealer. Und ich hatte davor auch schon einen Fit Me Concealer, der mir aber allerdings zu dunkel war. Deswegen dachte ich, ich hole mir mal einen helleren. Und ich finde, der ist irgendwie auch total dunkel. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich nämlich die hellste Farbe genommen, die Nummer 10. Ich finde, dass dieser Concealer eigentlich genau meiner Hautfarbe entspricht. Obwohl man ja eigentlich einen Concealer in zwei Nuancen heller nehmen sollte. Deswegen, also an sich ist der Concealer wirklich gut, nur die Farbe stimmt halt bei mir jetzt nicht. Aber da kann Maybelline ja nichts dafür. Dann habe ich unbedingt einen Bronzer gebraucht, weil ich eigentlich den Bronzer von Benefit benutze, den Hoola Bronzer. Der ist mir aber jetzt leer gegangen und ich dachte mir, ich will nicht so viel Geld ausgeben für einen Bronzer, weil 30 Euro sind schon etwas zu viel. Und deswegen habe ich jetzt einen Bronzer von Catrice gekauft. Der hat allerdings so, der ist allerdings so schimmernd, was ich eigentlich nicht so toll finde. Aber ich dachte, im Sommer ist es vielleicht ganz cool, wenn der Sommer da wäre. Also der Schimmer ist wirklich sehr, sehr schön und es gibt auch sehr gut Farbe ab, finde ich. Aber... ich finde halt, dass er im Sommer viel besser geeignet wäre. Dann habe ich noch einen Bronzer gekauft. Ich glaube, das ist von einer... oder nee, ich glaube, das gibt es im normalen Sortiment. Und zwar Catrice Sun Glow Shimmering Bronzing Powder, weil ich dachte, den habe ich nämlich vor diesem gekauft. Mit dem war ich nicht so zufrieden, ehrlich gesagt. Der war mir ein bisschen zu hell, also... es sieht nicht aus wie ein Bronzer, also man sieht eigentlich gar nichts auf der Haut, wenn man es drauf aufträgt. So, dann habe ich mir die I Love Extreme Mascara nachgekauft, aber diesmal wieder in Pink, also ich wechsle da immer so ab. Also ich finde eigentlich beide ganz gut, deshalb habe ich mir gleich zwei geholt, einfach als Backup. So mäßig, weil ich ab jetzt immer eine Wimperntusche in der Tasche habe, weil mir das zurzeit irgendwie voll oft passiert ist, dass ich ohne Wimperntusche aus dem Haus gegangen bin. Und ich finde, das sieht so komisch aus, aber ich merke das irgendwie immer ein paar Stunden erst später und denke mir so, hä, an meinem Auge fehlt irgendwas und dann fehlt mir Mascara. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, immer eine Mascara in der Tasche zu haben. Dann habe ich mir mein Deo-Spray nachgekauft. Und zwar ist es halt von CD, Deo-Zerstäuber, 24 Stunden in der Geschmacksrichtung Wasserlinie. Finde ich ganz cool. Ich mag halt diese kleinen Packungen eher für die Handtasche. Und ja, finde ich sehr gut. Dann habe ich mir noch eine Wimpernzange gekauft von Ebelin. Ich habe die Verpackung schon weggeschmissen, weil ich habe es schon seit letzter Woche. Ich hatte davor eine von einer anderen Marke. Ich weiß es aber nicht mehr genau, von welcher Marke das war. Fand ich ganz gut und ich hatte die von Ebelin auch früher schon gehabt, aber ich weiß nicht, ich glaube, die haben irgendwie was geändert an denen.
Zangen, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass sie früher anders waren. Wenn ich das jetzt benutze, dann sehe ich irgendwie keinen Unterschied. Voll komisch. Vielleicht liegt es auch einfach nur an meinen Wimpern, aber es ist schon komisch, weil ich mag es nicht, wenn ich dann so zu oft machen muss oder zu doll drücken muss, weil dann habe ich immer Angst, dass meine Wimpern abbrechen. So voll Panik. So, dann habe ich mir ein Shampoo geholt, beziehungsweise nachgekauft halt. Also ich benutze eigentlich immer die von Garnier Fruchtis, also oft zumindest. Das ist jetzt für trockenes und strapaziertes Haar. Und dazu habe ich halt auch die passende Spülung gekauft, weil ich denke, dass es wichtig ist. Und was ich irgendwie nie verstehe, ist, dass diese Spülungpackung irgendwie immer kleiner ist als die Shampoo-Packung, obwohl die Spülung irgendwie viel schneller aufgebraucht wird. Und ich benutze eigentlich bei jeder Haarwäsche die Spülung dazu. Und nach einer Woche, oder okay, eine Woche ist übertrieben, aber so nach 2 Wochen ist die Spülung schon leer und Shampoo ist immer noch zur Hälfte da. Also es ist halt voll eigentlich blöd gemacht. Eigentlich normalerweise sollte die Spülungpackung immer größer sein. Dann habe ich von Balea Kaltwachsstreifen geholt, weil ich finde, die sind eigentlich genauso gut wie die von Veet. Also ich finde, da ist eigentlich kein Unterschied. Und zurzeit mag ich irgendwie meine Beine lieber wachsen statt rasieren, weil es wirklich viel länger hält und es fühlt sich viel weicher an und es kommen keine Stoppeln, und weil die kosten wirklich um einiges weniger als die von Veet und da ist wirklich kein Unterschied zu spüren oder zu sehen. Also ich finde zumindest, dass es keinen Unterschied macht. Und weil ich meine Beine wachse, ist es sehr, sehr wichtig, ein Peeling zu benutzen, ein Duschpeeling. Und ich wusste nicht, was ich nehmen sollte, weil im DM mangelt es wirklich an Körperpeelings. Ich habe nur diese gefunden. Es gab noch eine von Nivea, aber die war halt etwas teurer, deswegen dachte ich nehme einfach mal die und probiere die aus. Und vom Geruch her ist es okay. Mandarinen- und Orangenduft, ja. So, dann habe ich noch ein Duschgel gekauft von Balea, und zwar haben die ja gerade diese Limited Editions mit diesen verschiedenen Geschmackssorten. Und zwar habe ich mich diesmal für Carambola Lambada entschieden. Und ich finde das, ich finde, das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich habe diesen Melonenduft auch schon ausprobiert, fand ich auch sehr gut. Und dieses Mango Tango, oder wie das heißt, oder diese Mango-Sorte auf jeden Fall von denen, fand ich auch sehr gut. Deswegen dachte ich, ich probiere jetzt mal die andere Sorte. So, dann habe ich mir noch nachgekauft die BB Reinigungstücher, einfach zum Abschminken, weil ich die sehr, sehr gerne benutze, weil sie wirklich auch wasserfestes Make-up sehr, sehr gut wegmachen und die Haut danach nicht so trocken ist, sondern eher so, also Feuchtigkeit spendet. Ich verwende die Reinigungstücher wirklich schon sehr, sehr lange und habe einfach gemerkt, dass es so am besten, oder dass es so meine Haut am besten verträgt, weil ich ja sehr sensible Haut habe. Und ja, deswegen nachgekauft. Dann habe ich mir auch noch meine BB-Creme von Maybelline, die BB-Creme für gegen Unreinheiten. Diese BB-Creme, also kennt ihr vielleicht schon aus meinen Videos, die verwende ich eigentlich immer. Und warum geht mein Oberteil immer so runter? So, dann habe ich von Catrice neue Lidschatten entdeckt, die wirklich sehr, sehr, sehr gut sind, und ich fand wirklich alle gut aus diesem Sortiment. Und zwar sind es die Catrice Velvet Matte Eyeshadows, und ich habe mich für diese Farbe All Burgundy. Alle Farben dieser Reihe oder dieser Serie waren wirklich sehr, sehr gut. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich nehmen sollte, aber ich dachte, diese Farbe habe ich auf keinen Fall in meiner Schminksammlung, deswegen muss ich die auf jeden Fall ausprobieren, und ich finde es wirklich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich auch bei Catrice entdeckt diese Long Lasting Eye Pencil Waterproof. Waterproof, und zwar habe ich mich für die Farbe Pearly Bird entschieden, weil ich die als Highlighter nutzen möchte, weil ich habe es im Laden so ein bisschen geswatcht und ich fand es so gut, weil es wirklich so richtig gehighlightet hat und
Weil ich habe das davor noch nie entdeckt. Ich glaube, das ist auch also neu im Sortiment. Oder diese allgemein diese Pencils sind neu im Sortiment, weil ich die wirklich noch nie gesehen habe im DM. Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen, aber auf jeden Fall, die war hier. Dann habe ich noch von Garnier diesen optischen Retuschierer geholt, weil ich gehört habe, dass es ein Dupe zu dem von Benefit sein soll, der von der Professional von Benefit. Deswegen dachte ich, ich probiere es mal, weil ich wirklich so, so oft glänze und halt auch fettige Haut habe und so. Deswegen wäre das eigentlich nicht schlecht. So, dann wollte ich euch noch Sachen zeigen, die es nicht im DM gibt, aber auch zum Kosmetik-Ding gehören. Und zwar diese Handcreme hier von Sien, oder wie man das nennt. Auf jeden Fall ist es so eine Kosmetikmarke vom Lidl und die haben diese Handcreme, die aussehen wie diese L'Occitane-Handcremes, also so von der Verpackung her. Und ich habe jetzt den Duft asiatische Kirschblüte und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Also schaut einfach mal in den Lidl ab und zu, wenn ihr vielleicht eine Handcreme sucht, die L'Occitane ähnlich ist, weil L'Occitane ist schon ein bisschen teurer. Und ja, das war es eigentlich auch. Also das war alles, was ich die letzten Tage gekauft habe. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr meinen Hintergrund findet. Und ja, ich muss mich jetzt beeilen, wenn mein Akku bald leer ist. Also wünsche ich euch einen schönen Tag und am Ende des Videos verlinke ich mein letztes Video. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann klickt auf jeden Fall drauf. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bye. Ciao. Oh yes.